Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel Merz. Hier kommt unser Intro-Song. Heute machen wir es uns muckelig. Ihr seid hoffentlich alle an einem schönen Ort. Seid bereit, die Strapazen der Woche loszulassen. Euch davon zu trennen, was euch in der Woche belastet hat. Legt euch ein kleines bisschen zurück. Atmet tief ein. Atmet tief aus. Und dann seid flawless. Seid glücklich. Mit dem, wie es ist und wie ihr seid. Immer so einen Yogakurs gemacht. Und dann hat die, da gibt es dann manchmal ja noch so den Moment, wenn das dann so ein bisschen in Meditation abrutscht. Und dann wird einem so gesagt, wie man jetzt zu atmen hat und so weiter. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wie ich zu atmen habe, okay? Ich lasse mir auch nicht von irgendjemandem in irgendeinem Studio, werde ich mir doch nicht sagen lassen, wann ich zu entspannen habe, okay? Ganz ehrlich, also wenn meine Probleme so klein wären, dass ich sie ein- und ausatmen könnte, dann hätte ich keine Probleme, okay? Übrigens, während ich hier von Ein- und Ausatmen rede, gucke ich auf Producer Dodo, wie er sich hier gerade eine Zigarette gerollt hat und es war richtig schön raucht. Inne rucht, ne? Unsere kleine Tabakschleuder mit den gelben Fingern. Ja, Dodo hat schon ganz gelbe Finger vom Zigarettenrollen, Alter. Deshalb nenne ich ihn auch Biene Maya Hand. Noch nie gesagt, aber. Aber trotzdem, ne, es ist ja hier, man ist ja dann so gedacht, dass wir hier jetzt mal entspannen und zur Ruhe kommen. Es ist wirklich ein wunderschöner Herbsttag. Also mir ist arschkalt hier in diesem Scheißgarten. Also das ist auch eine Situation, die ich jetzt, ich weiß gar nicht, unter der Vorstellung, diesen Winter hier jetzt wieder bei minus 3 Grad zu sitzen und eine halbe Stunde zu frieren, während ich meiner Lieblingstätigkeit, dem Podcasten, nachgehe. Das deprimiert mich fast ein bisschen. Aber warten wir es mal ab, schauen wir mal, wo wir da reinrutschen und welchen coolen Skianzug ich für dieses Etablissement dann wieder finden kann. Aber ich habe, also, was habe ich diese Woche erlebt? Was habt ihr diese Woche erlebt? Es ist ja so, man will ja normalerweise, wo wir sind ja die Gen Z Tagesschau. Wir verarbeiten hier ja sonst normalerweise, was eigentlich los ist in der Welt. Wir verhandeln die großen Themen. Ja, wir sprechen darüber. Was sagt Richard David Precht? Was sagt Markus Lanz? Wo hat Thomas Gottschalk sich jüngst eingeschissen? Was hat Micky Beisenherz zu verlauten? Das ist ja das, was uns interessiert. Eigentlich interessiert uns hier nur, was haben mittelalte Männer oder alte Männer zu sagen über die Welt. Das ist, ich meine, das ist ja primär eigentlich das, worum es überhaupt geht. Aber das machen wir jetzt gerade nicht mehr, weil wir sind verprügelt vom Weltgeschehen. Das Weltgeschehen hat uns gesagt, halt's Maul, ihr Hunde, habt keine Zukunft mehr. Ich hab meinen Rentenbescheid bekommen. Ich habe einen Bescheid bekommen, ich bin ja eigentlich schon immer selbstständig. Das heißt, man kriegt dann so, ich zahle ja die Künstler KSK, ne, zahle ich ein, oder irgendwas, ich glaube, einfach mal draus und mal das mit drin. Also wenn man halt selbstständig ist, dann ist es ja nicht so, dass man immer für einen Lehnsherrn buckelt, sondern man muss sich ja selbst um die Scheiße kümmern, ne? Also ich buckle nicht für einen Lehnsherrn, ich bin mein eigener Lehnsherr, ja? Bei mir ist nicht so, dass es Montag heißt, Aurel, in die Mine schürf für deinen Lehnsherrn. Und deshalb muss ich mich um meine Altersvorsorge selber kümmern. Jetzt habe ich jüngst gemerkt, als ich diesen Brief da vom Amt bekommen habe, dass diese Abwesenheit eines dauerhaften Lehnsherrn oder einer Lehnsherrin dazu führt, dass ich gar keine Rente bekomme, wirklich, also nicht viel. Und das macht mit mir gar nichts. Nicht jetzt, weil ich nicht auch im Alter noch extrem viele Brezeln essen und Cappuccino trinken möchte. Nee, das möchte ich schon. Ich glaube nur gar nicht, dass... Die große Frage, sind unsere Renten sicher? Weil ich glaube da nicht so richtig dran. Also ich will jetzt nicht wie so ein... Da wird jetzt sicher, wird hier ein ganz schlauer Finanzökonom oder eine ganz schlaue Finanzökonomin hier unter den Pyjamas sitzen und sagen, nee, deshalb ist das und das und du verunsicherst die Leute und bla bla. Aber wenn man sich anschaut, wie wir ja doch dann als Bevölkerung etwas überaltern und in wie vielen problematischen Situationen wir aufgrund von den ein oder anderen Problemen wie Klimawandel, Elon Musk
und sozialen Unruhen sind, dann doch auch stecken, frage ich mich, was, klar, ist das noch ein Ding? Also, ist Rente noch ein Thema oder sollten wir, ist nicht unsere Altersvorsorge, also für unsere Generation einfach, dass wir sagen, nee, wir leben jetzt so gut, wie es geht. Was ich sagen möchte ist, ist es für unsere Generation nicht eigentlich eine wichtigere Altersvorsorge zu sagen, wir gucken bis vielleicht, dass es klimatechnisch cool ist oder dass die Menschen sich also menschlich gut klarkommen, irgendwie, dass wir da so ein System aufbauen oder dass wir vielleicht mit der richtigen Peer Group alt werden, weil ich frage mich, ob das alles noch so viel Wert hat, wenn das alles weiter an den Arsch geht. Und auch gar nicht in einem negativen Sinn. Ich bin ja der Ansicht, dass wir, ich will nämlich gar nicht so den Teufel an die Wand malen. Es ist, wie es ist. Ne? Wir sind auf der Welt, auf der wir leben. Und wahrscheinlich in der ganzen Menschheitshistorie. Ne? Ich bin ja eigentlich schon glücklich, dass mir niemand mit einem Morgenstern den Kopf abschlagen möchte. Oder dass jetzt, dass zum Beispiel mein Lehnsherr, dass der mir keine Hiebe gibt, zum Beispiel, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. Ihr merkt schon, ich habe das Wort Lehnsherr gelernt und möchte es weiter verwenden. Auf jeden Fall ist das ja eigentlich, gibt es ja auch schon tolle Werte in unserer heutigen Gesellschaft. Aber es spitzt sich halt alles ein bisschen zu und sieht nicht so gut aus. Und ich möchte das auf die leichte Schulter nehmen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir da durch den Kopf zu zermartern. Und deshalb frage ich mich, ob so ein Wert wie so eine, naja, monetäre Rente oder so, also so eine monatliche Zahlung, die es dann da so geben wird, spielt das wirklich noch eine Rolle oder... Oder lohnt sich Altersvorsorge noch? Lohnt sich eine monetäre Altersvorsorge noch? Das frage ich mich, weil es sieht alles irgendwie nicht so aus. Ich habe so das Gefühl, das ist doch der Albtraum aller Menschen, ne? Es gibt auch wirklich traurige Geschichten. Ich meine, ich kenne das auch, ich habe das auch in der Familie erlebt, ne? Dann habe ich irgendwie festgestellt, meine Oma habe ich dann irgendwann mal festgestellt, hat immer Geld beiseite gelegt für meine Schwester und mich. Und dann kam sie in eben ein alten Pflegeheim und dann, da ist man dann zwar irgendwie so für versichert, aber trotzdem nimmt dann irgendwie der Staat, nimmt all das Geld, was du besitzt, bevor die Versicherung übernimmt. Das heißt, alles, was sie für meine Schwester und mich angespart hatte, was nicht viel war, aber wo sie wirklich, man immer wusste, ich so, Oma, kauf dir doch neue Farben, damit du irgendwie Bilder wieder malen kannst. So, nee, das ist auch so teuer. Und dann denke ich mir so, das hat sie immer beiseite gelegt für meine Schwester und mich. Und dann wurde ihr das quasi, dann hat der Staat das ihr weggenommen, damit das Pflegeheim bezahlt. Und das ist so unnütz. Und das einfach nervt mich, es macht mich traurig, dass sie sich das dann so abgespart hat, anstatt das für sich zu verwenden. Jetzt nicht, dass man, nicht, sie hat es ja sozial gedacht, also für uns, aber irgendwie denke ich mir, Alter, man macht sich so viele Gedanken um die Zukunft und am Ende, hier ist gerade ein Blatt in dem Moment vom Baum gefallen und das war ein Zeichen von meiner Oma aus dem Himmel, die gesagt hat, mein Junge, hab dich lieb. Und genau darum geht's. Deshalb lasst uns investieren in Liebe und in den Moment. Weil wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Es ist Rezession. Ich glaube, die Deutschen sind auch so ein richtiges Geld-in-der-Socke-Volk, Alter. So ein richtiges Geld-unter-dem-Kissen-Volk. Das ist doch, habe ich auch mal gelesen, dass statistisch wahnsinnig viele Leute wirklich einfach, also wenn ihr irgendwo einbrecht, ihr müsst wirklich unter der Matratze gucken. Es ist wirklich der häufigste Ort, dass Menschen Geld unter der Matratze verstecken. Denkt dran. Also wenn ihr in der Situation seid, ihr brecht irgendwo ein, schaut mal unter der Matratze, bei den Leuten werdet ihr da was finden. Bei den Leuten werdet ihr das finden. Ich habe auch neulich, habe ich gehört, irgendjemand im Bekanntenkreis hat sich ein Stück Gold gekauft. Also im entferntesten Bekanntenkreis. Quasi als Investment. Und ich weiß wahrscheinlich unter jeder Voraussetzung, würde man sagen, logisch gedacht, ach, das ist schlau, das ist ein tolles Investment, das ist cool. Es ist aber auch so spießig. Es ist wirklich, ich habe mir einen Nugget gekauft für harte Zeiten. Meine Fresse, wo sind wir denn? Klar, wenn dann irgendwann mal ein Moment kommt, wo irgendwann so was braucht und ich habe das nicht, werde ich es auch bereuen. Aber bin ich dumm und naiv zu sagen, nee, fuck it, Alter, fuck it.
Ich finde es ein gutes Thema, um da auch mal jetzt eine andere Meinung von einem noch jüngeren Menschen, der wirklich, also der ist jünger als ich, der wird noch so lange leben. Wobei, so wie er raucht, ist eigentlich 7 Jahre älter als ich. Aber mal dazu zu schalten und schauen, wie jetzt, wir sind beide Millennials, ne? Ja, aber trotzdem einfach mal zuschalten, wie so die bisschen jüngeren Millennials, wie die Situation bewerten, wie da, glaubst du, Dodo, Produzent, ja, Dodo. Hallo. Hallo. Hi. Glaubst du, Altersvorsorge ist noch ein Thema, wenn man jetzt so 30 ist? Oder sollte man sagen, nee, der Moment zählt? Ich glaube eh grundsätzlich Befürworter für der Moment zählt. Ich glaube, das kann einen dann irgendwie doch nochmal einholen. Aber bisher lebe ich so, als wäre mir das egal. Ich habe keine, also meine Oma ist vor einem 1,5 Jahren gestorben, die hätten mir ein bisschen Erbe. Also ich kann sehr relaten zu der Story, die du gesagt hast, weil die hätte auch für uns quasi Geld gespart für ihre Enkel. Mhm. Und ja, dann war die ein Jahr halt im Pflegeheim und das hat dann quasi weg. Das ganze, ja, hat quasi das ganze Geld aufgefressen, was jetzt ja nicht, also ne, nicht die Welt, ist, ne? Aber die hat halt noch eine Wohnung, wie auch immer, bla bla, und die haben wir jetzt halt geerbt. Du bist Grundbesitzer. Enkel. Nee, meine Cousins haben die Großgrundbesitzer. Und mein Bruder mich ausgezahlt, weil die Interesse an dieser Wohnung hatten, keine Ahnung. Die sind halt schlau. Warte, die haben die Wohnung gekauft. Also die haben euch einfach ausgezahlt. Genau. Und du hast sie hergegeben. Ich habe sie hergegeben, weil genau das, also weil du mich hast das dich alles nicht juckt. Von Land und Grund verabschiedet. Mein Bruder und ich haben gesagt, wir haben beide so sehr ehrgeizige Cousins. Der eine ist, Der eine ist Filialleiter von einer Bank, ja. Von einer namhaften deutschen Bank. Und der andere arbeitet beim Bosch als Ingenieur. Also die verdienen sich eh schon relativ dumm und dämlich. Filialleiter bei der Deutschen Bank. Nicht bei der Deutschen Bank, ist egal. Andere Bank, mehrere Chef Filialen. Chef der Deutschen Bank. Er leitet 3, 4 Filialen von einer Deutschen Bank, nicht von der Deutschen Bank. Und der andere ist halt, wie gesagt, Ingenieur beim Bosch. Ach nee. Kennst du ja. Ja klar, in Stuttgart. Das ist natürlich eine Tugend, wenn man beim Bosch arbeitet. Da hat man es. In Stuttgart beim Bosch schaffst du. Ja, klar. Ich schaff beim Bosch, ja klar. Ja, schaff beim Bosch, ja klar. Wenn ich nach Stuttgart komme, ne, berühmt, verkaufst Theaterhaus aus und so, ne, aber wenn da ein Arbeitskollege, also ein ehemaliger Klassenkamerad beim Bosch schafft, der hat es geschafft. Ich bin ein richtiger Clown. Ich bin ein Clown, ein Lumpensammler, ja. Also. Das hört sich jetzt vielleicht für Leute, die nicht aus der Ecke kommen, ja, ein bisschen skurrilen, aber es ist einfach so, Alter. Also du wirst immer, also du kannst machen, was du möchtest. Also nicht, dass ich jetzt behaupten will, das, was ich tue, jetzt ist sonderlich, es macht mir halt Spaß und das ist ja schön und das merken Leute auch und das ist ja auch nett. Aber klar, wenn dann der Kollege erzählt, er ist beim Bosch oder beim Daimler, dann ist er halt beim Bosch oder beim Daimler. Ich laufe ins Theaterhaus raus. Hallo Stuttgart! In Stuttgart, und dann sagt einer im Publikum, ich schaffe beim Bosch. Nein. Und nein. Ganze 50 Minuten des Stand-Ups hören die dem, die kleben an seinem Lippen. Ja, ich habe vorne quasi alleine gespielt. Ja, die haben nur noch Fokus für den Mann beim Bosch gehabt. Ja, spannend. Und dann hast du dich also auszahlen lassen. Genau. Und die sind halt, wie gesagt, finanziell ein bisschen ehrgeiziger als mein Bruder und ich. Das heißt, mein Bruder und ich sind die größten Lappen. Wer hat den Preis, wer hat bestimmt, wie viel die Wohnung wert ist, als dass ihr euch dann... Der Markt hat das geregelt. Wie hat der Markt das geregelt? Nee, ich glaube, die Bank hat das geschätzt oder so, keine Ahnung. Die Bank, in der er arbeitet? Nicht die Bank, in der er arbeitet. Das wäre, ich glaube, das geht schon irgendwie, aber es war nicht die Bank, in der er arbeitet, nee. Für mich klingen deine Cousins instant sketchy. Die sind, ich liebe die beiden. Du liebst sie? Die führen ein ganz anderes Leben als ich und mein Bruder das zu, wobei der und ich auch ein ganz anderes Leben führen. Aber ich mag die wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Das ist so dieses Cousin-Ding. Ich weiß nicht, hast du Cousins und Cousinen? Ja, und es wird richtig spannend gleich, weil wir sind gerade richtig auf was gestoßen. Ja, ja. Und das möchte ich jetzt gleich vergleichen, ja. Okay. Also wie gesagt, grundlegend andere Menschen, aber wir haben halt sehr viel Zeit in der Jugend verbracht, weil wir halt bei derselben Oma oft gemeinsam waren und auch irgendwie Silvester mal zusammen gefeiert haben. Deswegen habe ich nur eine tiefe Verbundenheit zu denen. Ja. Aber eigentlich sind das Menschen, mit denen ich jetzt im alltäglichen Leben ein wenig zu tun hätte. Eins zu eins selbe Geschichte. Genau. Meine Schwester und ich, und wir haben auch diese Cousins, schaffet auch, also Schaffer, ja, klar. Haben richtige Jobs, wo man sagen würde, das ist super. Ja. Der Vater war schon beim Mercedes direkt beim Zetsche unterstellt. So haben wir backlang aufgewachsen, Doppelhaushälfte. So sind die aufgewachsen und leben auch noch in dem Radius. Ja. Und sind auch jetzt, das sind Schaffer. Ja, sind Schaffer. Die sind bodenständig, aber ich habe auch eine sehr enge Verbundenheit, weil man so mit denen aufgewachsen ist und da viel Zeit verbracht hat. Genau. Gleiche Situation. Muss aber sagen, auch ab und an fühle ich mittlerweile, ich sehe die auch sehr, sehr selten mittlerweile, ich fühle aber auch ab und an eine starke Distanz. Nee, absolut, ja, ja. Weil sie so ein anderer Lebensstil ist, ne? Ja, genau. Es geht mir genauso ähnlich und ich sehe sie auch tatsächlich eigentlich nie, einmal im Jahr oder so. Ja.
Und das ist aber auch okay. Also das kann man auch einfach so dabei belassen. Ich glaube, da sind alle okay mit. Okay, und jetzt hast du dich da auszahlen lassen, genau, quasi. Also ich, es ist keine... Die, also, ne, es und ist die, die, sa- die haben natürlich... Das ist, pass auf. Aha. Jetzt ist natürlich so, ich weiß, ich verstehe es, ich bin nämlich auch so, weil bei meiner Mutter war es auch mal so, da ist auch mal jemand gestorben in der Familie und dann die anderen, ihre Geschwister waren dann auch so, ja, was kann man da von dem, meine Mutter, wir haben nie Kohle gehabt, nie, immer broke as fuck gewesen und meine Mutter so, ich will gar nichts davon, lass mich einfach damit rum, ich will nicht drüber sprechen, die zwei, zumindest eine von denen, mehr Geld und so und die wollten das und das haben und meine Mutter hat gesagt, nee, was, ich bleib lieber pleite, als dass ich mich auch nur eine Sekunde über irgendwie ein Erbe mit irgendjemandem unterhalte. Ja, ja, verstehe ich total. So nachvollziehbar. Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Genau, würde ich, genau. Und genauso war es. Und dann haben wir uns einfach auszahlen lassen. Es war jetzt auch keine Riesenwohnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß vermögend wäre oder so. Ja, aber es kann aber das ist ein bisschen Geld jetzt. Und da habe ich jetzt lange überlegt, was ich damit mache. Und dann wollte ich eigentlich die ganze Zeit ETFs kaufen. Ja. Habe ich mich dann auch richtig reingelesen. Also wirklich, ich habe mich da so in das Thema reingelesen, wie ich es mit fast nichts tue in meinem Privatleben. Ja. Ach, außer hast du? Halt in so Rabbit Holes. Ich habe mich so, zum Beispiel nicht reingelesen und sehr viel Geld verloren. Ja, pass auf. Ich habe das dann wirklich so, habe ich mich wochenlang bei Finanzfluss, habe ich mir da jedes Kapitel irgendwie wirklich durchgelesen, mir Videos angeschaut und dann nichts getan. Habe mir Trade Republic runtergeladen, mich da einmal irgendwie angemeldet und mich mit Perso dann auch Post-ID-Verfahren gemacht und so. Und seitdem liegt das Geld halt auf so einem Tagesgeldkonto. Und sehr, das ist wirklich, also da ziehe ich parallel. Weil ich habe da, also ich habe es anders gemacht. Ich habe das runtergeladen und habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich, da habe ich zu ETFs und alles Mögliche gekauft. Ein bisschen habe ich was gelesen. Und dann ist eine Woche später der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Ah ja. Scheiße. Scheiße. Weg war das alles. Ja. Aber ich wirklich wahnsinnig, alles, tschüss. Mhm. Und bin seitdem in diesem Ding, bin einfach im Minus. Ja, okay. Also nicht im Minus insgesamt, aber ich bin, aber das war nicht schlau. Und man muss natürlich sagen, und ich glaube, ich bin jetzt hier kein, ich glaube nämlich schon, dass es, wenn ich das alles richtig verstehe, wie gesagt, können wir bitte, ich möchte kurz einblenden. Ja. Wir sind kein Finanzpodcast, Tipps, hier bitte keine Finanztipps. Bitte, einmal ganz klar, bitte keine Finanztipps aus diesem Podcast. Ihr könnt aus diesem Podcast Lebenstipps mitnehmen, ihr könnt Tipps im sozialen Umgang mitnehmen, ihr könnt vielleicht, wie man auch sich die Hände gibt oder so, mitnehmen. Finanztipps, dafür ist dieser Podcast nicht der richtige. Absolut. Gut. Hab dann auch Geld verloren. Ich bin auch der Ansicht, ich finde es, also das ist ja spannend, das hat schon fast was Spielerisches, so das Geld anzulegen. Und das finde ich auch spannender irgendwie als in irgendwelche uralten Versicherungen. Ich habe auch mal nämlich eine Versicherung gehabt. Ich hatte eine, was hatte ich denn da? Nee, ich hatte so eine Spar-, eine Rentenversicherung. Hat mir mein Onkel nämlich als Kind abgeschlossen, mit 9. In weiser Voraussicht, okay. Genau, hat das dann bezahlt, bis ich 23 war und dann sollte ich irgendwie weiter drauf zahlen. Und dann habe ich tatsächlich, die irgendwann, das gibt's gar nicht, stimmt, ich habe die aufgelöst und bin nach Bali geflogen. Weiß dein Onkel das? Naja, pass auf, es war ein Gamble, weil ich hatte kurz vorher den Funkdeal eingetütet. Oder es war so kurz davor. Ja. Und ich habe das, ich hatte null, ich hatte kein Minusgeld. Und dann habe ich es aufgelöst, bin nach Bali geflogen, habe da gechillt, so einen letzten Urlaub gemacht. Und Gott sei Dank hat danach, dann habe ich ein bisschen Karriere gemacht. Okay, Gott sei Dank. Weil das wäre peinlich aber bold gewesen. Move, also ja, bold move. Ja. Einfach noch schön entspannt. Auch wie nicht lange. Warst du in Bali? Ach, auch drei Wochen oder so. Drei, vier Wochen. Ja. Aber ich habe trotzdem sauteuer, ne? Ja, ja, voll. Und da habe ich nochmal. Es hat Gott sei Dank funktioniert, weil ich dann. Das habe ich. Auch das, ich denke mir auch so, wie viele Jahre man in diese Rentenversicherung eingezahlt hat und am Ende waren da irgendwie 5.000 Euro drauf. Ja, ja, klar. Bringt auch nicht viel. Ich als Mensch, der für Lehensherrn arbeitet, ich bekomme einmal im Jahr so eine Rentenbescheinigung, wo dann der Betrag darauf steht, was ich erhalten würde, wenn ich jetzt in Rente gehen würde. Und ich glaube auch der Betrag, wenn ich genau jetzt mit dem Gehalt weiterarbeiten würde, 40 Jahre, was ich bekommen könnte oder so. Auf jeden Fall steht immer der aktuelle Betrag dran. Was, halt! Ja, das ist ja halt immer, also ne, das ist, das erfreut dann jetzt nicht unbedingt. Das ist dann immer ein relativ geringer Betrag. Mir fängt halt, ah ja, ich bin ja auch hier angestellt. Sind das jetzt Firmen, bist hier angestellt? Ja, das wusste ich nicht. Ich bin neuerdings auch angestellt. Ich glaube, aus Versicherungsgründen. Ach, neuerdings. Ist ja, das, ist das alles symbolisches Gehalt? Und ist das alles legal? Ja, natürlich. Lassen wir das? Okay, ja, kannst du auch. Weißt du, weil er da was gedeichelt hat? Oder ja, so. nee, musst du. Also irgendwie aus, glaube ich, Versicherungsgründen. Ja, oder so. Okay. Ach, hier geht's weiter mit den klassisch tollen Tipps. Nee, aber das...
dass dieses, also dieses, genau dieses, ich glaube, dieses Prinzip, in irgendwas reinzuzahlen, diese Versicherung, wie gesagt, alles, keine Tipps annehmen, ich glaube, das ist veraltet. Tatsächlich, wahrscheinlich sind so Investments das Schlauste, aber auch da kannst du ja alles, es ist, die Märkte, sind unsere Renten sicher? Das wollen wir ja fragen. Was können wir machen, damit es sicher bleibt? Ja, also wenn du so Leute fragst, wie zum Beispiel dem, wieso erzähl ich? Sollen wir eigentlich mal einen Finanzprofi einladen? War sowas richtig random. Ja, finde ich eigentlich mal richtig geil. Random also Shit diesen machen. Typen da von Finanzfluss, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Die Leute kennen ihn bestimmt. Der Account hat ja irgendwie 2 Millionen AbonnentInnen da. Das ist ja, der ist ja wirklich auch ganz sympathisch. Ich glaube, der kann sowas auch irgendwie... Lass uns das mal vornehmen, dass wir irgendjemandem einen... Aber auch so unter dem, mit dem Hintergrund, dass wir ja wissen, in einer Welt, die vorrangig richtig gefickt ist. Ja. Was macht man jetzt? Also, und auch selbst wenn man kein Geld hat, weil es geht ja, es gibt auch Mikroinvestments, ne? Du kannst selbst 10 Euro im Monat. Ja. Theoretisch kannst du auch 10 Euro, 20 Euro im Monat machen, wenn du weißt, wie es geht. Ja, ja, klar. Ich glaube, ist halt die Frage, wie man spricht und wie viel Hoffnung man sich selbst trägt, würde ich sagen, was so das Weltgeschehen angeht und unsere restliche Lebenszeit, wie die so verlaufen wird. Ich glaube, ich agiere und lebe immer noch so, als würde die Welt halt in 20 Jahren untergehen. Ja. Und wahrscheinlich wird sie das nicht, ne? Toi, 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 mal gucken. Ach was, du glaubst, sie geht nicht unter? Was ist das? Ich glaube schon, also... Ich glaube, das ist eine schreckliche Folge. Einmal ist es eine Folge, die sich plötzlich völlig random Alama-Pyjama um die sinnlosesten Finanztipps des Jahrtausends dreht und dann aber immer mit so einem unterschwelligen, die Welt geht eh unter. Ja, aber weil das ja schon irgendwie, finde ich nicht, also es gehört ja irgendwie zusammen, leider. Also, könnt ihr bitte schreiben an den Alama-Pyjama-Account, ist das die schlimmste Folge ever oder ist das eigentlich ganz okay, wenn so zwei Vollidioten sich über was unterhalten, wovon sie gar keine Ahnung haben? Würde mich auch interessieren. Würde mich wirklich interessieren. Spaß, aber kann auch sein, dass Leute alle jetzt vor 2 Minuten schon abgeschaltet haben. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht gefällt, weil ich manchmal finde es voll unangenehm, wenn so Trottel über was reden und ich weiß es schon. Ach so, klar, also wenn man es besser weiß, ist es, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Ja. Also es kann auch schon sein, dass hier einige Haare sich rausgerauft wurden, während uns beiden dabei zugehört würde, wie wir über Finanzen sprechen. Aber, also ich lebe noch so, es kann sein, dass sich das irgendwann ändert und dass ich dann wieder mehr Gedanken drüber mache. Und sicherlich werde ich mir irgendwann... Ich war jetzt auf einem... Sorry, ganz kurzer Exkurs. Ich muss es ganz kurz zu machen. Nee. Auf einem Junggesellenabschied von einem guten Freund aus der Heimat. Hey, Pimmelhütte? Nee, keine Pimmelhütte. Das war auf so einem Gütle, also so ein Stück Land. Das nennt man im Schwabenland so, wo wir früher mal so einen Bauwagen aufgestellt haben mit 15. Und für diesen Junggesellenabschied sind wir da als Schulfreundeskreis zusammengekommen und haben da 2 Tage gecampt und getrunken, gegrillt und so weiter und so fort. Ich mag diese Leute alle sehr gerne. Mit ein paar davon habe ich noch mehr zu tun, mit ein paar weniger. Aber man lebt sehr unterschiedliche Leben. Ich sag mal so, die haben alle sehr sichere Jobs und sind auch irgendwie erfolgreich in dem, was sie tun. Und die sind halt dann sowas wie Medizintechniker, Anwalt, Lehrer. Und also ich habe mit Abstand am wenigsten Geld von den allen. Ja. So, ne? Also die schaffen beim Bosch. Keiner von denen schafft symbolisch. Beim Bosch. Aber wie gesagt, so Medizintechniker bei Siemens oder so. Jetzt in dem Fall nicht Siemens, sondern andere Firmen. Aber respektierte Leute. Genau, jetzt respektierte Leute. Wie gesagt, Anwälte, keine Ahnung, Lehrer. Aber ist es dann nicht bei so einem Junggesellenabschied eine sehr, sehr schlimme Atmosphäre? Weil dann, wenn man, ich habe immer denkt, also ist es dann nicht eine sehr, es klingt nach einem sehr, wenn die solche Jobs haben, Anwälte, Lehrer, weißt du, so taffe Leute, ist dann die Stimmung schon so gewesen, dass der Pimmelpropeller früh gemacht wurde am Tag und dass mal so ein, erstmal so ein Biertornado, erst ein Tornado hier, dann kommt der Pimmel raus, dann wurde so mit Handschuhen wurde sich geslappt, dann wurde gesagt, weißt du, kennst du noch die Uschi und so. War das so eine Stimmung? So schlimm nicht, also Pimmeltornado nicht, aber es gab so ein Trichter, so ein Bier Ding, wie heißt das nochmal? Ja, so ein Biertrichter. Bier. Wie heißt aber das nochmal? Der wurde nicht benutzt. Ah ja. Der kam nicht. Und habt ihr euch so trocken gerammelt, wie so Männer? Ja, so, ja, genau. Wie so, wenn man bei Rocket Beans reingeht, hast du immer direkt einen Rücken, der so... So. Ja, also das ist alles passiert und das, wie gesagt, ich mag die alle total gerne, das sind immer noch gute Freunde von mir, aber man merkt halt total, also... Richtige Männer halt. Wenn man dann so 2 Tage zusammen vor allem sich nicht so oft sieht, dann spricht man ja über alles Mögliche und auch irgendwie über sowas, wie es im Beruf läuft und whatsoever und dann fällt mir halt selber schon auf, dass ein paar von denen schon so leben, der eine kauft jetzt ein Haus. Wie? Ja, keine Ahnung. Wie? Der ist Medizintechniker, ich weiß jetzt nicht genau, was der verdient, aber ich glaube, der verdient halt einfach sehr viel Geld. Wie viel musst du denn heutzutage verdienen, um ein Haus zu kaufen? Das ist doch völlig absurd. Es ist alles so teuer geworden. Die ganzen Häuser sind im Besitz von irgendwelchen Leuten, die 1970 für irgendwie Apfel und Ei gekauft haben. Da ist so ein Erbe im Nacken, da weiß man ja, der Papa hat auch ein Haus, oder die Mama oder die beiden und das kommt dann ja auch irgendwann und dann ist die Freundin auch noch irgendwie Psychologin oder so, die verdient dann auch nicht schlecht. Dann haben die dann halt einfach so ein Nettoeinkommen von, keine Ahnung, zusammen 15.000 oder so. Weißt du? Dann kannst du immer noch kein Haus kaufen. Ja, du kannst den Kredit nehmen. Du kriegst halt einen Kredit.
Und dann sterben die in einem Halbabfallkorb. Ja, ja, klar. Ja, maybe, also klar. Aber ist ja auch egal dann. Genau, dann ist es ja auch irgendwie. Aber naja, ich will einfach nur sagen, ich habe gar die Geschichte keine Pointe. Da fällt, in solchen Situationen fällt mir das dann manchmal auf, hier in Berlin. Und ich habe hier auch einige Freunde und Freundinnen, die aus dem Ort kommen, wo ich herkomme, weil einfach ja hier voll viele Schwaben sind überall. Und die sind halt nicht so. Mhm. das ist natürlich ein Klischee, aber so ist das ja, halt. Ja, nö. Wir haben in Berlin, muss man auch wirklich sagen, mittlerweile ist so ein Punkt angekommen, wo der Otto Normalverbraucher sich wirklich, ob er eine okaye Mietwohnung findet. Es ist ja nicht mal ja, das ja, Haus. Voll. Es ist, kann man für was überhaupt finden, was man sich mieten kann. So an dem Punkt sind ne, viele Menschen hier angekommen. Ist schon heftig. Und die Preise schießen in die Höhe. Ich habe auch einen Bekannten, der irgendwelche Häuser erbt und so weiter. Und der hat immer Existenzängste, wo ich mir so denke, deine Eltern sind so reich, Alter. Ja, du musst dir nie in deinem Leben Sorgen machen. Ja, Ich glaube, wenn man nämlich, das Problem an denen ist, dass die nicht pleite aufgewachsen sind. Genau. Wenn man pleite aufgewachsen ist, es ist, ganz ehrlich, es ist für mich normal, pleite. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben seit drei, vier Jahren. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht mehr pleite. Mhm. 4 Jahre. Bin ich nicht mehr pleite. 3, 4 Jahre. Ja, wirklich. Nicht 4, also keine Ahnung. Seit ich 30 bin. Zum ersten Mal bin ich nicht mehr pleite. Ich war immer pleite. Und mein Leben war okay. Ja, voll. Und die kennen das nicht. Ja, das glaube ich auch. Also das ist einfach, ich finde es einfach verrückt, wie unterschiedlich man sowas bewertet. Und ne? was pleite sein für bedeutet. Also ich meine, ich glaube, du blendest halt einfach aus, dass du irgendwie super viel Geld im Nacken hast bei deinen Eltern, also weil du rechnest ja auch damit, nicht damit, dass sie jetzt bald mal sterben und weil ja, es auch ein trauriger Gedanke ist. Ich glaube, das ist nicht bei denen so. Ich glaube, sondern einfach, es ist einfach Existenzängste. Wenn du mit viel aufgewachsen bist, denkst du, ach, wann habe ich es nicht mehr so? Und ich glaube einfach, natürlich ist es nicht toll, sich immer Sorgen zu machen, aber ich merke auch persönlich, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ach, es ist vollkommen okay, pleite zu sein, weil in Stuttgart hat es immer ein schlechtes Gefühl gegeben dafür, wenn du keine Kohle hattest. Und hier war dann so, nee, Alter, wenn geht hier zum fucking, es klingt jetzt wirklich wie, als würde ich irgendwie Rennräder in meiner Garage ausbauen, aber es ist wirklich so, man geht hier zum Späti, kauft sich ein fucking ekelhaftes Sterni für 70 Cent und dann chillt man halt am Wasser und wenn man keins hat, kriegt man 70 Cent her. Also es ist hier nicht schlimm. Es ist viel, eine soziale Teilhabe am Leben ist hier viel einfacher, ohne dass du ein Auto hast, ohne dass du rich bist und so weiter. Total. Hey, allein, das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade erst kommt, aber weil es auch super obvious ist, allein so Späti- oder Kioskultur, ne? Absolut. Begünstigt sowas ja total, weil sonst musst du direkt in Bars rein und zum Beispiel Stuttgart oder auch Reutlinger Bars sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, günstig zu sein. Späti-Kultur hat so viel verändert. Voll. Weil es war so geil. Und dann, aber so ist es halt, sehe ich wieder Berichte, wie die hier die Spätis einklopfen und sagen, ja, ihr Loser in Berlin. Nee, nicht wir Loser, sondern die Leute hier wissen halt, wie man lebt, ohne dass man sich aufführt. Wir müssen nicht nach Charlottenburg fahren. Du musst nicht nach Charlottenburg fahren und Champagnerflaschen flexen. True. Ist es so, dass es dann vielleicht eine Ode an Berlin ist, was wir gerade gemacht haben? Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja. Ich sag mal, zumindest, also ich weiß gar nicht, ob es unbedingt nur Berlin ist. Ich habe auch lange in Köln gelebt und über Köln kann man denken, was man möchte. Aber da habe ich das auch schon erlebt. Der Süden Deutschlands ist einfach anders und nicht mal, ich will das nicht immer nur irgendwie... Es ist nicht nur negativ. Negativ. Es ist auch gar nicht mal so schlecht, dass es sauber ist und ist Dinge ja funktionieren. Voll. Bin ich mittlerweile auch so, ich meine, ich werde auch älter. Also. Ja, voll. Aber ich glaube, man muss einfach selber wissen, ob man da halt so leben möchte, dass sich vielleicht irgendwie für einen anderen Lebensweg oder Lebensstil entscheidet. Und ist ja cool, wenn man dann irgendwie als junger Mensch merkt, das ist es vielleicht nicht. Du kannst es ja eh nicht beeinflussen, deine Eltern gebären dich irgendwo. Dann kannst du ja, Gott sei Dank kann man dann mit 18 oder wann auch immer entscheiden, vielleicht geht es dann doch nochmal. Du hast es gerade so als passiven Prozess formuliert, das Gebären. Du wirst gebärt? Ist es für dich so? Oder hast du das Gefühl, du bist die treibende Kraft? Ich hatte das Gefühl, ich bin die treibende Kraft. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich bin die eigene Kraft. Also ja, absolut, meine Geburt war ich schon mehr so, ich war so. Absolut. Ich war der Lokführer. Ich habe es relativ früh die Leitung übernommen. Ja. Das, ich glaube, bei mir war das ähnlich. Ja, das ist so, da unterscheiden sich halt so Betas von Alphas. Absolut. Ne? Wir als Alphas haben so, wir haben uns gezeugt. Genau. Wir. Also meine Eltern hatten damit, glaube ich, relativ wenig. Nee, die haben die Mechanik quasi. Du warst die treibende Kraft. Du hast es manifestiert, geboren zu werden. Ja, Mittel zum Zweck. Das ist wichtig, das nochmal so zu formulieren. Und um dieses ganze Investment, Stadt, Land, Fluss, Gebärenthema abzuschließen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, bin ich tatsächlich
habe ich mich davon verabschiedet, hier für immer zu bleiben in Berlin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Aber jetzt als ernsthafte Entscheidung, also die Entscheidung ist schon gefällt, oder wie meinst du das? Also, ja, I'm not leaving, don't worry. Nee, dass du das jetzt nicht machst, habe ich nicht. Nee, aber gedacht, also erstmal so dieser Gedanke, irgendwann mal am Meer irgendwas zu machen, okay. Der ist stark. Ja, fair. Und ja, auch irgendwie so, ich liebe die Stadt und ich liebe sie so sehr und liebe Berlin so sehr. Aber mir ist irgendwie ist mir klar geworden, vieles von dem, was ich an Berlin mag, kann man auch gar nicht für immer so benutzen. Also ja. Es ist, man kann nicht für immer, man kann nicht mehr in Bars gehen immer, es geht einfach nicht mehr. Ich merke es jetzt schon, es ist alles nicht mehr so spaßig, es bewegt sich sehr darauf raus, dass vieles, was man hier so toll findet, ja, man das dann vielleicht sich auch rauslebt. Und aber jetzt warte ich erstmal ab, weil ich habe ja Boxen angefangen, vielleicht finde ich ja da neue Möglichkeiten. Ja. Wie ist bei dir? Du bist noch fest verankert? Ich bin noch fest, ich bin ja erst seit anderthalb Jahren. Ich bin ja fest verankert, ich liebe es ja hier über alles. Aber irgendwie so ich langweile mich ja auch immer so kurz, sobald ich auf dem Land bin, langweile ich mich ja sofort. Ja, ja, total. Ach, ich bekomme halt irgendwie Angstzustände. Und das ist eigentlich ganz blöd, weil auch in Reutlingen, wenn ich da bin, da merke ich so richtig, wie so die Anxiety mir hochcreept. Und das ist eigentlich was verpasst, oder? Voll die schöne Kindheit und voll die schöne Jugend. Ah, nee, ich auch sofort. Also sofort. Aber bei mir, das fängt halt sofort an, dann merke ich so, in der Bauchgegend wird es merkwürdig und irgendwie fühlt sich das alles so einengt an. Blablabla. Nee, ich fühle mich hier auf jeden Fall gerade noch total wohl. Wie gesagt, ich bin ja noch gar nicht so lange hier. Ich kann da aber keine Aussagen zu treffen. Will ich auch gar nicht. Nee, ich finde, dann wird das so. Nee, da muss man muss auch. Berlin hat auch noch ein paar Jahre. Ne? Also, wenn hier jetzt dann der. Wenn, weißt du, das erste Kreuzberger Weinfest, Weindorf stattfindet. Ja, so. Ja. Oder dann ist es Zeit zu gehen. Ja, ja. Nee, und dann, wenn so, weißt du, dann die ersten kleinen süßen Kaffeeläden sich dann komplett in Starbucks verwandeln. Ja. Es ist schon so, ich hab's, weiß nicht, ob ich letzte Folge schon angeschnitten habe, es gibt jetzt hier so eine Bäckerei am Hermannplatz, eigentlich von einem guten Bäcker, die ist sehr. Sieht aus wie ein Apple Store. Also es ist schon so weit. Also die ersten Bäckereien verwandeln sich in Apple Stores. Das ist besorgniserregend, aber noch ist es natürlich ein wunderschöner Ort. Gut. Gut. Tschüss, Dodo. Ich habe nichts mehr. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ich bin raus. Ach, das war doch ein toller Exkurs. Ich wusste ja auch wirklich nicht, was bespricht man heute so im Detail, was auch vielleicht ein bisschen, ne, wo man auch eine Leichtigkeit zu findet. Erstmal ganz viel, ich hatte eigentlich ein krasses Thema für mich gerade aus. Ich habe gestern eine neue Sendung Deep und Deutlich geschossen. Wie immer, wenn ich ein Thema nicht direkt behandle, vergesse ich es bis nächste Woche. Ich habe bis heute nicht darüber gesprochen, wie es war, als ich mit meinem Vater beim Bundespräsidenten im Garten war, auf Schloss Bellevue. Scheiß drauf. Aber gestern war ich bei Deep und Deutlich. Sehr intensive Sendung. Sehr intensive Sendung. Ich muss auch sagen, es war hier firmenintern, habe ich es ein bisschen als mein 9-11 bezeichnet. Das würde ich natürlich öffentlich nie sagen, weil das ist respektlos gegenüber den Opfern von 9-11. Tatsächlich ist es wirklich. Aber es war irgendwie eine krasse Situation. Ich erkläre die nächste Woche nochmal. Es war auf jeden Fall, jemand hat eine sehr intensive Geschichte erzählt und ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch und habe dann gemerkt, dass solche Themen. Ich musste weinen während der Sendung, basically. Und das war alles irgendwie zu lang und zu intensiv für mich. Und ich bin, glaube ich, ich bin halt Comedian und bin oder unterhalte mich gerne über gesellschaftliche Themen, aber so persönliche Trauerstories, das hat mich schon irgendwie mitgenommen. Und daran arbeite ich auch noch. Und deshalb ist es also ernsthaft. Und deshalb bin ich froh, dass der Dodo mit mir heute so ein schönes Gespräch geführt hat. An dieser Stelle nochmal auch ein großer Dank daran, wie toll ihr die Brezeltests aufnimmt. Wir haben viele weitere Brezeltests geplant. Wir drehen. Es ist der Brezeltest, das ist unser neues Ding. Harte Zeiten wollen soften Content, ist meine Meinung. Ich glaube, es geht manchmal einfach bei dem, was man tut, um Eskapismus, die Leute davon abzulenken. Es sind wirklich komplexe, schwierige Zeiten, die uns alle sehr, sehr belasten. Und deshalb bleiben wir hier, deshalb sind wir hier, um euch zu unterhalten. Und deshalb an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass die Flawless-Tour weitergeht. Leider Berlin ausverkauft, aber in den anderen Städten gibt es noch Tickets. In Mainz, Hannover, Osnabrück, Zürich, Leipzig, Heidelberg und bestimmt noch eine Stadt, die ich wie immer vergessen habe. Ich freue mich, wenn ich euch auf der Tour sehe. Ich bedanke mich für alles. Bitte passt auf euch auf. Macht keinen Scheiß. Lasst euch in dieser Zeit nicht unterkriegen. Wisst ihr auch warum? Weil wir Pyjamis bleiben soft. Ja, wir bleiben soft. Habt einen wunderschönen Walk of Pride. Ihr seid die Besten. Lehnt euch zurück, abonniert den Podcast. Empfehlt ihn euren FreundInnen, eurer Familie.
gebt euren, ruft eure Oma an, gebt eurem Opa einen Kuss. Eure Eltern ruft sie an, eure Geschwister, sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Wenn ihr Streitereien mit Leuten in eurem nächsten Umfeld habt, fuck this shit. Es sei denn, es sind wirklich Arschlöcher, dann fuck them. Aber wenn es nur so ein bisschen so kleine Meinungsverschiedenheiten sind, dann sagt doch einfach, geht auf die zu und sagt, fuck it. We're still friends. I still love you, okay? Die Zeiten sind es nicht wert, sich wegen Scheiße zu verstreiten. Ich hab euch lieb, Auri Laut. Dodo auch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier doch unseren Channel. Hier kommen jetzt jede Woche tolle Videos.